Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier im Multiplayer-Chaos mit Mene. Hi! Moin, moin! Wir versuchen uns an Unrailed, denn wir brauchen ein Spiel, was wir nur zu zweit spielen, weil Zwiebelpeter ständig verhindert ist. Entweder er ist krank oder in Sri Lanka oder sonst wo. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir brauchen dann mal irgendwas, was wir auch zu zweit spielen. Ja. Und dann haben wir uns für dieses schöne Bahnspiel entschieden. Ja, weil wir beide auf Züge stehen. Ja, mega. Also Züge, ja. Tut und so. Nö. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier richtig gemacht haben. Wir spielen jetzt an einem PC, aber nicht an einem PC. Ja doch, wir spielen auf deinem PC per Streaming sozusagen. Ich steuere die Figur über das sogenannte Remote Play. Das funktioniert aber nur, wenn einer von euch einen Controller hat, weil nicht beide an der Tastatur spielen können. Richtig. Ich spiele den mit der Tastatur. Ich bin der jetzt noch keinen Haken unten hat. Er ist der mit dem roten Shirt und ich bin der mit der Jacke, der alte Mann. Und ja. Ich werde aber jetzt mal akzeptieren drücken. So, und jetzt seht ihr uns. Ich laufe jetzt hier rum. Ja. Okay, drücke B, um Shift. Schneller zu laufen. Okay. Da geht er aber ab. Bei mir nicht. Ach doch. Ah, man muss antippen, okay. Um neue Schienen zu craften, benötigst du Holz und Eisen. Nimm die Axt auf mit Leertaste und fälle den Baum, in dem du vor ihm stehst. Okay. Okay, Axt nehmen. Und? Achso, man muss einfach sich da vorstellen. Man muss nichts drücken. Wenn du nochmal drückst, legst du die Axt wieder ab. Ja. Um den Felsen abzutragen. Alles klar, das kriegen wir auch hin. Aber hat er die jetzt aufgenommen? Ja, der legt die dann wieder ab und dann nimmst du das nächste Werkzeug. Und dann musst du da drüber laufen, um es einzusammeln, sozusagen. Lege Holz und Eisen auf den Transportwagen und lass den Schienenbauwagen eine Schiene produzieren. Nutze diese, um die Schienen zu verlängern. Ach du Scheiße, hier muss man auch noch craften. Ich dachte, wir müssen irgendwie... Was muss ich jetzt tun? Aber man muss das jetzt erstmal... Dort rein. Ach so, du musst das aufheben. Ah. Ja. Boah, das ist ja, muss man alles selber machen. Da kommt die Schiene da. Okay. Zack, da. Um den Fluss zu überqueren, benötigst du Holz. Nimm ein Holz und lege es auf den Fluss. Verbinde anschließend die Schienen. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Ups. Achso, mit der Spitzhacke wird's nix. Muss eine Axt nehmen und dann Holz fällen. Zack, zack. Okay. Axt weglegen, Holz nehmen. Warte mal, wie verbinde ich denn jetzt die Schienen? Was redet der denn? Jetzt muss man wieder die Axt nehmen. Ja, aber hier ist doch... Ich verstehe nicht. Du musst dann nochmal eine Schiene bauen, natürlich. Das heißt, du musst auch nochmal Stein abbauen. Aber wo? Ich habe keinen Stein. So. Na, du musst erstmal das Holz nehmen. Und dahin bauen, wo der Finger hin zeigt, nicht daneben. Ich habe das doch schon gebaut. Nee, du hast es eins zu weit unten gebaut. Guck mal bei mir unten, du siehst mich doch. Ah, ja. Guck mal, bei mir steht, warte auf deine Mitspieler. Ja, also ja, Worten, ich habe das falsch gebaut. Ich hab zwei Brücken gebaut. Ist doch auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, das stimmt. So, der Zug wird mit der Zeit heißer und fängt Feuer, wenn er überhitzt. Baue eine Brücke... Um an den Eimer zu gelangen, fülle diesen dann am Fluss. What the fuck? Ja. Kann ich das hier nicht wieder abreißen? Nee, offensichtlich nicht. Okay. Achso. So, warte mal. Ah, dieses, dass man da nichts drücken muss, nervt nicht. Ja, ja, das ist interessant. Nutz den Eimer im Löschen des Zuges. Ah, der brennt ja komplett, Alter. Was geht? Jetzt die Frage, ob man das wirklich immer komplett voll machen muss oder kann man den Eimer auch halb voll machen? Keine Ahnung. Um mit deinem Team zu kommunizieren, benutze das Emoji, indem du LT Control. Nicht so weitere Emojis nehmen. Ja gut, wir können eh reden miteinander. Ja. Ah, guck mal, Daumen hoch habe ich dir gezeigt.
Falls der Zug das Ende der Schienen erreicht, hast du verloren. Hä? Gehen Erfolg. Ach ja, so, du musst immer weiterbauen, immer weiterbauen, immer weiterbauen. Ach du Scheiße, das wird jetzt schon so übelst stressig werden. Ich weiß. Weil wir müssen uns also wahrscheinlich absprechen, ne? Bist du nach den Kameraden? Nee. Ich kenne da übrigens noch jemanden, der mitspielen will, aber das lassen wir jetzt mal, ne? Bist du der mit der mit dem Hut hier? Ja, ja. Der, den ich hier anpuffe? Ja. Okay. Sind ja nur wir beide. Ja, guck mal, ich kann mich auch anders aussehen lassen. Komm, wir gehen hier auf Lokal. Ja, ich will mal meine Optik. Ich bin Indie. Okay, ich habe nicht so krass die Auswahl, schade. Ja, haben wir alle, beide nicht. Beide haben dieselbe. Dann bin ich der, okay. Wie lokal? Ach so, wir spielen jetzt bei dir lokal, verstehe. Spiel starten. Ja, warte mal, Spielmodus, endlos, was gibt's denn da noch? Versus, Zeit, Sandbox, schnell. Mach mal erstmal endlos mit Schwierigkeit, mit leicht, oder? Mittel, oder? Mittel, meinst Mittel. Du? Okay. Seed. Weißt du, was? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hey, warte mal, was hat denn der jetzt hier gemacht? Der hat jetzt aber hier umgestellt. Endlos. Mittel. Checkpoints aktivieren. Mit Checkpoints könnt ihr bei jedem erstmal neu starten, falls ihr crasht. Ja, das habe ich mal vorsichtshalber aktiviert. Speicherstand haben wir nicht. Okay, dann los. Okay, es ist nicht ganz unwitzig. Vor allem brauche ich nur eine Hand. Weil man kann mit der anderen nichts machen. Das stimmt. Ich brauche beide Hände. Okay, Ziel des Endlosmodus ist es, so weit wie möglich zu kommen. Okay. Erst, warte mal, was steht denn da? Schrauben? Ich baue schon mal ein paar Schienen. Ja, dann gehe ich jetzt. Ich gehe schneller, rüstet. Ich gehe was abbauen. Aber okay. Es gibt nichts. Doch, hier. Ich baue uns die Strecke. Die müssen ja hier durchkommen. Ja, okay. Weiß halt nicht, ob man eine Schiene bauen kann, obwohl da Material liegt. So. Keine Ahnung. Da hinten der Zug fährt los. Wir brauchen Holz und Stein. Ja, hier ist Stein. Jetzt hast du da das Werkzeug genau hingelegt. Ist das schlimm? Peter, kann man ja, da kann ich da nicht weiter bauen. Ist es sicher? Hast du das ausprobiert, ja? Muss ich nicht ausprobieren, weiß ich. So, hier liegt Holz. Okay, Holz. Ich mach nur abbauen und du bringst die Sachen dahin, okay? Okay. Ich bin jetzt schon im Stress. Ja, ich auch. Der Zug, der fährt mit einem Kamm auf. Ich schwitze. Wird der eigentlich auch schneller? Der wird irgendwann schneller, stand da, ja. Ah, Huren. Oh, Entschuldigung. Hier, ich leg dir auch noch was rein. Dann kannst du die Schienen, die du gebaut hast, kannst du einfach mal wieder abbauen. Hier, ich mach Holz. Okay, wollte gerade sagen, kannst du mal, wo sind die... Wäre ja cool, wenn man zwei Werkzeuge hätte, ne? Also im Sinne von zwei von jeder Sorte. So, hier liegt Holz. Der brennt, wo ist der Eimer? Oh, wo ist der Eimer? Hier, ich hab ihn. Wo war der denn? Achso, der war da, okay. Der stand da. Okay, ich hab gelöscht. Okay, stell den Eimer hier ab, hast du es gesehen? Ja. Das stockt manchmal zwischendrin. Verbindung ist nicht so perfekt. Man kann auch mehr als eine Ladung da reinmachen, ne? Das ist gut zu wissen. Aber nicht mehr als. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei oder drei sind. Also du kommst hier gleich nicht mehr durch. Um ans okay, man blockt sich. Man blockt sich. Okay. Wir kommen hier gleich nicht mehr durch, wenn der Zug da ist. Ja, okay, dann. Ich hol erstmal Holz. Ich komm nicht mehr durch, um Schienen zu bauen. Warte. Komm oben rum. Ich bin da. Okay. Kann der Zug uns eigentlich überfahren? Ich weiß nicht. Auf! Warum? Okay, man muss zwei breit bauen. Ja. Und du musst das machen. Der Zug brennt! Der brennt, ja, ich seh's. Also man muss den Eimer voll machen, sonst geht's nicht. Okay.
ausprobiert. Hier stellen wir den einmal hier hin. Dann mache ich mal gerade einen Block frei, um ans Wasser zu kommen. Hier ist aber anderes Material. Ah ne, das ist dasselbe. Vor allen Dingen fährt der Bildschirm mit. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Werkzeug irgendwo liegen lassen. Ja. Und so. Ich leg jetzt mal hier gerade das Ding hin. Wo ist die Axt? Ich brauche die Axt. Die liegt hier. Die liegt hier. Warte, ich muss das nochmal freimachen da. Selbst zwei reichen oft nicht. Scheiße, ich komme nicht ran. Ja, warte, komm unten rum. Ja, okay. Der brennt bestimmt gleich wieder. Ich weiß es jetzt schon. Wo ist jetzt die Axt da oben? Okay. Lass mich durch. Nein. Nein. Ich muss hier freimachen. Hier ist Holz. Hier ist Holz. Hier ist Holz. Ja, ich komme aber nicht an den Zug vorbei, wenn der hier so um die Kurve fährt. Doch, das ist da unten alles frei. Hol das Holz. Mach Schienen. Nee, konnte man nicht vorbei in der Kurve. Go, 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 Holz. Ich sammle hier alles ab erstmal. Ja, ja. Was machen denn Kühe eigentlich? Guck mal, wir müssen zu dem Bahnhof da bauen wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, die Kühe, du bist der Baumeister. Ich bin der Klopper. Okay. Ich mach alles platt hier. Alle Bäume sind platt. So, hier ist auf jeden Fall alles frei. Ich helfe dir mal mit einladen, dass der immer weiter produziert, dass wir erstmal genug Schienen haben. Fuck it! Ah. Ich mache jetzt hier noch einen Steinbruch. Bin zu doof. Boah, jetzt hängt's. Jetzt stockt's. Alter. Wir haben es eh gleich geschafft zum ersten Bahnhof. Bisschen so. Holz fehlt noch. Ja. Also es gibt auch besseres Werkzeug irgendwann. Keine Ahnung. Du hast das Spiel empfohlen. Ich habe es aber noch nie gespielt. Ich auch nicht. Deswegen kann ich das mit dem Werkzeug kann ich dir nicht sagen. Wann hat denn das letzte Mal gebrannt eigentlich? Gerade eben. Ich habe ihn gerade eben gelöscht. Okay. Zufällig genau in dem. Wow. Alter. Ja, der beschleunigt dann oder was? Ja, wenn er freie Bahn jetzt hat. Jetzt kriegt man eine Belohnung irgendwie. Was? Jetzt habe ich nicht gelesen. Oh, no, ich habe es auch nicht. Du hast weggedrückt. Ich habe nichts gemacht. Wir können neue Waggons bauen. Guck mal. Was bringt das? Wir können jetzt neue Wägen anhängen. Aber. Produziert Schienen aus Rohmaterial. Ja, das haben wir ja dran. Mit automatisch naheliegenden Ressourcen. Das wäre geil. Was ist hier oben? Kapazität, Wasser, mehr Wasser. Stapelgröße plus 2. Ach, guck mal, damit der nicht anfängt zu brennen, muss man nur hier Wasser immer wieder reinfüllen. Ah, man muss den nicht anfangen lassen zu brennen und löschen. Du musst hier Wasser reinfüllen in diesen Wasserwaggon. Nee, ich glaube, man kann dann da Wasser rausnehmen, oder? Nee, reinfüllen. Ja, reinfüllen, aber wir müssen trotzdem mit dem Eimer löschen, denke ich. Also weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Probieren wir mal aus. Ich versuche das mal immer nachzufüllen und wenn er niemals brennt, dann hatte ich recht. Aber wir haben ja nur eine Schraube, ne? Wir haben eine Schraube, das stimmt. Ach aber so, ist das, kostet. Sind das Schrauben, was das steht? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon. Was sonst? Hebt einfach die Objekte eurer Wahl und bringt sie zum Zug. Dann könnten wir uns theoretisch nur das hier leisten. Stapelgröße plus 2. Nee. Sollen wir sparen? Das können wir uns sparen. Das aber was bringt zum Beispiel eine neue Lokomotive? Weil man will doch gar nicht, dass er schneller fährt. Das stand da gerade. Eine neue Lokomotive schaltet ein neues Biom frei. Aha. Also ich würde, wenn, dann würde ich hier sammelt automatisch naheliegende Ressourcen. Darauf würde ich sparen, damit man quasi... Holz und Stein einfach direkt neben die Strecke legen kann und weißt du? Und nicht mehr da rein. Geh mal gerade auf Seite. Geh mal auf Seite. Oh,
Aber wo lagert er das dann? Na, in diesem, guck mal hier, das sind doch unsere Wagen. Das ist die Lok, das ist der Kühlwagen, das ist der Lagerwagen und das ist der Schienenproduktionswagen. Und wenn wir jetzt diesen grünen Wagen sozusagen hier noch anhängen, dann sammelt der das Material, legt das in den Lagerwagen, von dem aus es dann... Macht er das dann automatisch? Ja, steht da so. Geh doch mal gerade drauf, dann siehst du es. Warte mal gerade. Du kannst ja auch G drücken für Info. Hat mein Kind gerade geschrien? Oh. Nicht sicher. So, weiter. Ja, okay, müssen wir halt ausprobieren. Dann machen wir jetzt erstmal weiter und holen uns noch eine Schraube. Warte mal, was war das letzte hier? Produktionsgeschwindigkeit. Da oben sind Aufrüstungen von den Wagen, die wir schon haben. Das würde ich erstmal nicht machen. Das sehe ich jetzt nicht als notwendig. Das hat alles gut geklappt. Warte mal, hier steht ja auch G-Info. Ach, guck mal, bis jetzt können wir 3 reinmachen und das wären dann 5. Genau. Brauchen wir erstmal nicht. Ja, ist aber auch nicht schlecht. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. Na gut, dann lass uns weitermachen. Guck mal hier, Reichweite 3. So. Sammelt automatisch naheliegende Ressourcen. Reichweite 3, Geschwindigkeit 2,5, Stapelgröße 3. Ja. Benötigt Holz. Ja. Ich muss mal gerade dem Quick was schreiben. Oder eben antworten. Sekunde. Den kennt ihr alle noch. Aus PUBG. Der war auch auf meinem Kanal. Ihr habt wahrscheinlich sogar zusammen mal gezockt. Du und Quick. Quick heißt der? Nee. Ja, er heißt in Steam heißt er, wie heißt er eigentlich hier? Komm ich gerade nicht drauf. Ey, du doof, ja, was willst du? Du wolltest nie mit mir zocken und jetzt kommst du hier an. Ja? Ich weiß nicht, ob das auch zu dritt geht. So. Machen wir erstmal weiter hier. Okay. Ah, cool, okay. Okay, wir machen das mit einer Brücke. Ich sammle Holz, ich schlag Holz ab und dann bauen wir eine Brücke, ja? Ja. Brauchen aber genug Holz, um da... Brauchen aber auch genug Stein. Alter, der fährt schon wieder, ne? Hast du jetzt mal Wasser in den Dings gefüllt? Noch nicht, nee. Warum wird denn das so duster? Alter! Wird halt Nacht, könnt ihr doch nicht machen. Okay, wie duster ist das denn bitte? Ah, das funktioniert mit dem Wasser. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob der brennt oder ob der... Der Wagen war lila und ist jetzt wieder blau, nachdem ich da Wasser reingefüllt habe. Mach Brücke, mehr Brücke. Ja, mach Maschine. Hm. Das wird so unser Untergang. Ich hol Steine hier. Hier sind jetzt auch noch... Warum kann ich hier nicht abbauen? Hä? Warum kann ich hier nicht abbauen? Das Problem ist, wir haben keine Steine mehr. Ja. Doch, ich habe hier noch einen großen Stapel gefunden. Hier gibt's jetzt Stein. Hier gibt's nicht. Ach so. Nee, das geht nicht. Ich muss hier oben lang. Alter, nicht, lass mich raus. Ich komm nicht mehr raus. Lösch den Zug. Also kann man das, okay, man kann das hier nicht abbauen. Du musst hier noch eine Brücke hinbauen. Ja, wo krieg ich das Holz her? Außenrum, hier. Das ist ja hochdramatisch hier. Ach, das ist alles scheiße, ey. Wir brauchen halt Steine. Ich durch. Ja, ich versuche es, ja. Ob du die unteren Steine abbauen kannst? Nee, man kann... Die hier kann man. Ja, perfekt. Das hilft schon sehr. Oh, das hilft auch.
Ey, lass mal nicht auf die Kühe zufahren. Lass mal unten lang direkt. Ich glaube, das war dann. Was ist jetzt passiert? Weiß ich nicht, was ist passiert. Es ist Tag geworden. Es ist Tag geworden. Lass mal die Kühe umfahren, ja? Okay. Unten an den Kühen vorbei. Ich glaube, also dass man die, da nicht. Die Kühe umfahren, sagst du, ja? So, hier gibt es jetzt massig Holz, massig Stein. Ah, das Auto brennt schon wieder. Auto? Ja, da bist du schon in der Zug. Die absoluten Profi-Zügler. Das ist unser Auto. Wir stellen mal das Wasser hier hin. Da gibt es auch so Nebenquests, ne? Ach so? Da oben steht, haltet den Schienenbauwagen für 15 Sekunden ausgelastet. Ja, das brennt, scheiße. Ich brauche Hilfe. Ja. Ich muss mal kurz mit abbauen, aufhören und... Man kann nichts einfüllen, wenn es brennt. Ja, ich bin ja schon dabei. Ihnen! Wo ist denn jetzt... Holz! Ja! Wo ist die scheiß Axt? Da! Hier gibt's Holz. Los, mach die Scheiße! Ich komm nicht vorbei! Scheiße! Und weißt du, wo der Bahnhof ist? Siehst du den? Ey, der ist ganz da oben. Nein, da oben, ganz da oben. Warum ist da, da liegt eine Schraube, siehst du das? Nee, ich komme einfach nicht an dem Zug vorbei. Ich weiß nicht. Jetzt. Jetzt. Alter Verwalter. Versuch mal den Schienenbauwagen jetzt ausgelastet zu halten. Ja, Scherzkeks. Musst du erstmal Holz investieren. Oh, jetzt brennt der wieder. Ich werd verrückt. Der brennt bei mir gar nicht. Der Wagen ist knallrot und... Ey, du Kuh. Und es hat gerade kurz Feuer gegeben, aber dann hat es angefangen zu regnen. Jetzt kommt man hier wieder nicht durch. Da kommt man nicht durch, genau. Aber ich konnte jetzt hier oben... Ich glaube, du hast recht, man... Kann sich das Wasser dort zum Löschen dann rausnehmen wahrscheinlich. Also wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir immer genug Platz um die Schienen drumherum haben. Also nicht nur, wenn wir durch einen Berg fahren, sondern auch wie hier durch so einen... Junge, ich hole uns die Schraube da oben. Ja, ein Kaku! Das ist so eine Kaku! Die blockiert den Weg! Nimm die Axt! Die blockiert komplett den Weg. Das ist asozial von der Kuh, muss man ganz ehrlich sagen. Da kommt man jetzt nicht zu der Schraube. Weil den kann ich jetzt nicht hier... Hier, Holz. Hoffentlich fährt der Zug nicht dagegen. Wogegen? Gegen die Kuh. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Vielleicht platzt da die Kuh. Ja, oder der Wagen. Guck mal, jetzt ist wieder lila das Wasser. Guck mal, der Behälter da. Ja, weiß ich nicht. Jetzt mit dem Wasser. Hast du gesehen? Jetzt habe ich Wasser reingefüllt. Okay. Ich muss hier Stein abbauen, weil wir müssen nämlich von da. Da ist. Wir müssen von hinten, also von vorne zum Bahnhof. Okay. Oh, ich war jetzt erschrocken, was da von hinten kommt, aber es waren nur ein paar Vögel. Ja. Brauch mehr Holz. Ja, kommt. Hier unten. Wir müssen jetzt mal schaffen, das für 15 Sekunden ausgelastet zu halten, oder? Ja, es ist halt schwierig, wenn ich Rohstoffe sammeln muss und ja, ich kann ja gleich helfen, aber ich muss halt auch abbauen, sonst habe ich nichts zu helfen. Aber du musst auch, genau, du musst ja abbauen, also es ist alles nicht so einfach. Aber wir sind gut, guck mal, wie weit vor wir sind jetzt. Ja. Hast du den die Schraube geholt? Nee, ich kam ja nicht über die Brücke, die ich angefangen habe zu bauen. Ach so. Aber jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du gehen. Ich bin fast durch hier. Ja, die Kuh steht im Weg. Immer noch. Von hinten kommt man da nicht dran. Weil ich baue jetzt noch die zwei Schienen, dann fährt der Zug los.
Was? Warum hast du das getan? Ja, ist mir zu spät eingefallen. Mir zu spät eingefallen, sorry. Okay, zwei Schrauben. Puh. Ja, also ich... Ach so, das kostet... Was sind jetzt? Hat man hier eine andere Auswahl. Wie gemein ist das denn? Was ist das? Produziert Dynamit. Vorsicht beim Umgang. Oh oh. Oh oh, Dynamit. Ja, was machen wir jetzt? Ja, entweder warten wir noch eine Runde und hoffen, dass der andere Wagen nochmal kommt. Oder wir holen uns den Dynamitwagen. Ich bin nicht für den Dynamitwagen. Eigentlich ist das hier ziemlich geil. Für eine Schraube höhere Produktionsgeschwindigkeit und größere Stapelgröße im Schienenbauwagen. Ja, aber ich kann ja deswegen nicht mehr tragen. Ich muss dann trotzdem genauso oft latschen. Ja, aber du hast ja mehr Kapazität letztlich. Ja, ja, aber ich muss ja trotzdem hin und her laufen. Also ich würde das ja, hier für einen kaufen. Mach, komm. Das ist mir jetzt nicht so das... Hä? Du musst es bestimmt dahinter setzen. So. Das war ja ein Upgrade, klar, musst du da draufsetzen. Geil. Was ist das hier für ein Upgrade? Nochmal Produkt. Ah, okay. Na gut. Bing. Okay, guck mal, da oben ist eine goldene Tasse. Und an die Schraube könnten wir immer noch rankommen, wenn wir uns Mühe geben. Eine goldene Tasse? Da auf dem Fluss, siehst du die nicht? Ach da, ja. Willst du sie holen? Ich will diese Schraube noch haben. Ja, versuch's, dann nimm Holz mit. Du brauchst das für die Brücke weiterbauen. Ach so. Ah, wo soll... Hier unten ist Holz. Ja, ich hab da ab... Ach so, da liegt auch noch mein altes, ja. Ah ne, es ist ein bisschen zu eng jetzt zeitlich. Ich muss Schienen bauen. Ja, ich baue hier schon mal ab alles, was geht. Stein, wir brauchen Stein. Ja, kommt jetzt. Hier ist Stein. Boah, es stockt manchmal zwischendurch übel. Ja, bau mal nicht, du hättest gerade ausbauen sollen für die Tasse da. Der brennt, ne? Der brennt. Ich bin dabei, ey. Okay. Guck mal, was ich in der Hand habe. Brauchen jetzt einen sinnlosen Bogen, aber egal. Lang der Zug nur. Ah, fuck, ich muss hier weitermachen. Den habe ich gemacht, um Zeit zu gewinnen. Jeder Spieler muss einen Felsen abbauen, das solltest du gleich mal machen. Okay. Dann lass mal die Hacke liegen hier. Haben wir geschafft. Wow, das war schwer. Übelste Profis, ey. Produzierst du? Okay, kann ich machen, klar. Ah, ich habe die Steine voll daneben gelegt. Der brennt. Der Eimer liegt da vorne. Kannst du noch mal löschen? Ah ne, es hat geklappt, hat geklappt. Hier liegt jetzt ein voller Eimer. Okay, da oben lang bauen, ne? Du siehst das ja. Baue ich noch mal mehr Stein ab, falls da hinten nichts ist. Jetzt nicht in Erinnerung. Holz brauche ich jetzt gleich auch nochmal ab. Ja, das brauchen wir für die Brücke, genau.
Okay, ich habe das Ding eingesammelt. Was war das denn? Was bedeutet? Diese Tasse. Das waren zwei Schrauben, glaube ich. Wir haben vier Schrauben. Oh, fett. Bei dummer ein Gedanke. Kannst du die Steine einliefern? Ja. Was heißt einliefern in den Zug rein, meinst du? In den Zug rein, genau. Und mit diesem Liefern habe ich es irgendwie noch nicht. Ich liefere mal gerade ein paar Steine einfach hier rüber. Ja. Und Holz. Okay. Und dann müssen Axt und Steinhacke nach drüben. Ja, sorry. Und den Eimer nicht zu vergessen. Ja, ich hol das, ich kümmere du dich um die Schienen. Okay. So, ich leg hier mal los mit Hacken. Ja. Nimm so viel Materialien mit, wie du kannst. Ja. Ey, da unten rennen Leute rum einfach. Wir müssen. Nee, da kannst du nicht lang. Durch dunklen Felsen kann man nicht. Ach so. Wir müssen runter. Okay. Alles klar. Ey, ich lasse sie auf jeden Fall mal eine Baumreihe da, damit die uns nicht. Die sehen nicht nett aus. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser. Okay, man muss das nicht an diesen Waggon ranbringen. Es reicht irgendwo an den Zug ranzukommen mit dem Wasser. Da ist der Waggon. Keine Ahnung, vielleicht nur ein Indikator, wann er brennt. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, was diese beiden Bastarde machen. Vielleicht Bastard. So, hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal genug Holz. Ja. Dann begebe ich mich mal wieder auf Steine. Wenn wir in dem Bahnhof sind, ist auch die erste Folge mal zu Ende. Auf jeden. Warte, ich mach die Steinreihe gleich weg. Diesmal können wir uns was Zeit lassen. Ja. Weiß nicht, ob es einen Bonus gibt, wenn wir schneller sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, aber... Wir sollten vielleicht die Zeit nutzen und jetzt schon mal die ganzen... Weil es geht ja da gleich weiter, dass wir die Rohstoffe nach vorne bringen. Ja. Wasser steht schon mal dort bereit. Wir sind bald 90 Meter weit gekommen. Kann man Schienen eigentlich hinlegen? Ja. Also ohne, dass man die platziert, meine ich, dass man sie wieder aufnehmen kann? Ja. Weil dann sollten wir vielleicht auch... Schienen schon vorproduzieren für den nächsten Abschnitt. Okay. Der Dings ist rot. Okay. Danke fürs Aufpassen. Dann kümmer du dich um den Rohstofftransport für den nächsten Abschnitt. Ich muss gerade mal eben schnell Schienen legen. Hab Angst. Also, ich finalisiere das jetzt, ja? Warte. Mach so langsam, wie es geht. Ich hole das Holz hier rüber. Okay, hol das ganze Holz, genau.
jetzt noch Zeit. Ah, da liegt noch was, oder? Okay. Oh, Mist, es brennt. Kannst du das Wasser machen? Das Wasser steht da. Super. So macht die Schiene, komm, go. Ja. Okay. 5 Schrauben. Ich hab hier unten, hast du gesehen? Hier unten die Schienen gestapelt. Siehst du die? Ja. Nein, nein, nein! Nein! Oh. Alter. Okay, Leute. Wir sind vollkommen fertig. Ey, das macht aber irgendwie Spaß. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist cool. Oh. Ich bin gespannt, was diese neuen Waggons dort sind. Das werden wir aber in der nächsten Folge. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir kaufen auf jeden Fall den Geist. Auf jeden Fall. Was auch immer das ist. Gut, bis zum nächsten Mal hier bei Unrailed mit Mene. Bis dann. Ciao. Ja.